zurück. Hallo bei Glücklich TV, schön, dass ihr bei uns seid. Unser Wochenrückblick 22/16 senden wir diesmal draußen vom Frühstückstisch. Und da will ich auch direkt mal mit meinem Glücklichmacher dieser Woche starten. Und zwar sind wir gestern Morgen durch köstlichen Apfel-Zimt-Duft geweckt worden. Denn die Kinder sind extra früh aufgestanden und haben ein Rezept auf YouTube gesehen und wollten uns damit überraschen, was ihnen auch super gut gelungen ist. Die Apfel-Zimt-Schnecken. Die waren toll. Genau, die waren super köstlich und machen Lust auf mehr Überraschungen in dieser Art. Das Küche aufräumen war auch super lustig. Ja, aber es sah noch schlimmer aus. Aber ich habe gefühlt. Ja, das ist recht. Ich habe die ganze Abdeckung. Aber war super und das war mein Highlight diese Woche. Und wie sieht es bei euch aus? Nämlich mein Highlight der Woche 22/16 ist, nämlich ich habe vor einer Woche am Donnerstag habe ich einen Elektroroller bestellt, für Kinder natürlich. Ja, und der ist dann am Dienstag angekommen, aber in einer Filiale von einem sehr beliebten Elektrogeschäft. Ja, und jetzt kann ich damit halt fahren und ich kann natürlich auch normal mit dem Roller fahren. Ja, und das war mein Glücklichmacher für diese Woche. Und noch eine Sache, nämlich bei dem Kauf über 49 Euro bekommt man ein Bierfass und das hat Papa, glaube ich, auch glücklich gemacht. Das hat mich deshalb glücklich gemacht, weil das ist so ein großes Bierfass. Und 5 Liter. Und da wir jetzt nicht so ganz begeisterte Biertrinker sind, haben wir das jetzt als Türstopper für unsere Terrassentür genommen. Also von daher hat alles seinen Sinn hier bei uns. Ja. Also mein Glücklichmacher aus dieser Woche ist, dass man jetzt wieder draußen essen kann. Wir sind nämlich ja jetzt die Woche, also davor war es noch ein bisschen zu kalt und jetzt seit dieser Woche essen wir mal hier draußen. Jetzt zum Beispiel auch das Frühstück draußen, dann haben wir mal hier draußen zu Mittag gegessen. Zu Abendessen wäre es noch zu kalt, aber das kommt ja auch noch später vielleicht. Oder auf jeden Fall kommt es später. Und das finde ich sehr schön, das hat mich glücklich gemacht. Und das macht mich auch glücklich, wenn man hier sitzt, die Vögel zwitschern hört, dass die Kaffeemaschine ausgehen läuft. Ja. Es ist gerade zwar so, man ist ja hier so in der Stadt, aber es ist hier gerade noch ruhiger. Hier hört man wenigstens noch Vögel. Das ist ja auch nicht ganz normal hier. Und, passt. Ja. Und dann gibt es noch eine Sache, die mich nicht glücklich gemacht hat. Das ist eine kleine Sache, die ich mache bei so einem Fußball-Tippspiel mit. Und das Lustige daran ist, ich habe erst einen Punkt da drin. Ich habe nämlich alles falsch getippt. Ich habe eine Sache, da hatte ich die Tendenz richtig, alles andere war falsch. Und Mama und Rech, die haben nämlich zusammen tippen die auch im gleichen Tippspiel und die haben fast alles richtig getippt. Und das ist lustig, dann habe ich in der letzten Minute, wurde dann noch ein Tor geschossen und mein Tipp war komplett umgeworfen, habe dann 0 Punkte bekommen, eigentlich hätte ich 3 bekommen. Und da hoffe ich mal, dass ich in den nächsten 4 Wochen noch ein bisschen aufhole und ein bisschen glücklicher in der Beziehung bin. Ja, dauert ja noch 2,5 Wochen. Ja. Aber das war eine gute Überleitung, darf ich schon? Ja. Also mein Glücklichmacher, ich habe eine ganze Menge Glücklichmacher in dieser Woche, eigentlich täglich, das wisst ihr ja. Aber ein ganz besonderer, den trage ich gerade an mir, vielleicht kann man das sehen hier, ja, 4 Stars. Ihr alle wisst, wofür das steht, genau, für uns 4. Aber natürlich auch für das große Turnier, in das wir, also quasi die deutsche Mannschaft heute einsteigt. Und wir beiden Fußballbegeisterten hier, haben schon lange auf das Turnier hingefiebert und freuen uns darauf, dass es jetzt endlich losgeht. Und dass meine liebe Frau mir eben dieses tolle Shirt gemacht hat. Und Gianluca trägt es übrigens auch, nicht jetzt gerade, aber er hat auch eins. Das war schon ganz besonders. Was mich, wenn Gianluca gerade schon gesagt hat, was macht mich nicht glücklich, natürlich diese Schwachköpfe, die da gestern in Marseille die Freude an diesem tollen Fußballturnier ein wenig trüben. Ich kann es einfach nicht verstehen und ich denke mal, viele von euch, deshalb habt ihr diesen Kanal gewählt, können es auch nicht verstehen, wie Leute aufeinander losgehen können, sinn- und zwecklos und kopflos und
Naja, okay, wir hoffen mal, dass das eine einmalige Erscheinung bleibt und dass es ansonsten ein wirklich tolles Turnier wird mit einem würdigen Sieger. Wie habe ich gestern so schön beim Spanier gesagt, ich glaube, dass ihr gewinnt, ich hoffe es aber nicht. Also mein Tipp für den Ausgang der EM wäre Spanien. Deiner? Spanien. 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 Also viermal Spanien. Wie gesagt, wir hoffen es nicht, aber wir glauben es. Und ja, eine Sache noch, was mich noch sehr glücklich gemacht hat. Wir haben eine tolle Nachricht in dieser Woche bekommen. Hat was mit dem Fernsehen zu tun. Mehr sagen wir noch nicht, aber da wird es demnächst auch spezielle Filme zu geben. Vielleicht wird es da sogar eine große Sendung zu geben, bei der wir dann mitwirken dürfen. Und wie sich das entwickelt und ob sich das für uns gut entwickelt, das erfahrt ihr natürlich auf unserem Kanal. An der Stelle wünschen wir euch noch einen wunderbaren, tollen Sonntag und sagen, wie immer. Tschüss, tschüss und ciao bei Glücklich TV. So, kleiner Nachtrag zum Film von gerade. Wir hatten gerade die Kamera aus, da fing es an zu regnen, aber dermaßen. Guck mal, was uns gerade hier erwartet. So. Aber so eine richtige Glücklich-TV-Familie lässt sich vom Frühstück im Regen natürlich nicht abhalten. Von daher frühstücken wir jetzt einfach mal in Ruhe weiter, wollten uns euch das aber einfach mal zeigen, weil ist schon recht ungewöhnlich. Ja, das ist immer lustig, immer bei uns am Ende unserer Filme fängt es immer an zu regnen, es ist kaum ein Film, wo es nicht passiert. Genau so ist das. So, jetzt nochmal. Tschüss und ciao bei Glücklich-TV. Thank you.